Der Lockdown ist zu Ende, allerdings für geimpfte Personen, für Ungeimpfte geht er auf unbestimmte Zeit weiter. Am Sonntag wird wieder aufgesperrt, allerdings gibt es hier regionale Unterschiede. In Tirol, im Burgenland und auch Vorarlberg wird mit Sonntag wieder komplett aufgesperrt. In Wien beispielsweise schrittweise, so öffnet man in Wien am Montag den Handel, körpernahe Dienstleister und auch die Weihnachtsmärkte. Die Hotellerie und Gastronomie, die wird erst aufgesperrt am 20. Dezember. Niederösterreich, Salzburg und auch Steiermark geben grünes Licht für die Gastronomie und auch Hotellerie am 17.12. Bei der Pressekonferenz am Mittwoch waren anwesend der neue Bundeskanzler Karl Nehammer sowie der Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, unter anderem auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und auch der Landeshauptmann aus Tirol Günther Platter. Betont wurde vor allem auch einmal mehr die Impfung, denn diese sei nach wie vor der Gamechanger im Kampf gegen das Coronavirus. Man werde jetzt auch jedem, der sich noch nicht in Österreich hat impfen lassen, einen Impfbrief zukommen lassen mit einem dementsprechenden Impftermin und auch einer Aufklärung. Des Weiteren wurde natürlich angesprochen, dass diese Öffnungen unter einem dementsprechenden Sicherheitskonzept stattfinden. So wird weiterhin auf die FFP2-Maske Maskenpflicht gesetzt und natürlich auch werden intensive Kontrollen weiterhin durchgeführt. Des Weiteren wurde auch die Sperrstunde angesprochen, denn es gibt in der Gastronomie eine und zwar ab 23 Uhr. Die Nachtgastronomie, sprich Bars und auch Diskotheken, die bleiben noch geschlossen.